So, für das YouTube-Video werde ich hier die Seite mit ihren Dingern abkleben, sodass sie nicht veröffentlicht werden. Aber ich bitte Sie einfach, online zu bleiben und das Video zu zeigen, dass ich gut reden kann. Ohne Gegenüber klappt das nicht. Gut. Fangen wir an. Also in Abwandlung ein bisschen von dem, was der ursprüngliche Plan war. Ich bin tatsächlich technisch etwas hängen geblieben, war zu ehrgeizig. Aber ich glaube, das ist eine gute, kompakte Geschichte heute. Und was ich Ihnen vorstellen möchte heute ist das Werkzeug Unity in unserem Kontext. Und das ist auch das, was wir in unserem Entwurfsstudio für die Final Presentation gebrauchen. Und Unity ist anders als Blender, kann man darin nichts modellieren, sondern nur die Dinge zusammenbauen. So, und zwar alle Medien, die man sich vorstellen kann, in allen Formaten. Und dann ist das auch anders als Blender, ein sehr professionelles, auch sehr teures Werkzeug. Und das bedeutet dann auch immer, dass Sie keine übergroßen Schwierigkeiten haben mit sehr, sehr großen Datenmengen. So, es ist am Ende, wenn Sie dann gut arbeiten wollen, das gut editieren wollen und dann in den Details ja natürlich nicht so gut Bescheid wissen, sodass Sie zum Beispiel die Grafikkarten nicht richtig ausnutzen, die GPUs nicht richtig ausnutzen können, dann wird das auf einem Laptop etwas langsam und dann sind diese neuen PCs, Desktops mit GPUs tatsächlich um Vielfaches leistungsfähiger. Deswegen haben wir jetzt auch solche Maschinen an der Professur gekauft, ein Cluster von denen, die Sie auch besuchen können, wenn Sie möchten. Aber unser Studio in dieser Endpräsentation arbeitet damit. Es ist nicht so, dass ich die Vorstellung habe, das habe ich Ihnen oft erzählt, dass Architektur dreidimensional realistisch dargestellt werden kann. Also die Vorstellung, dass wenn Sie ein dreidimensionales Architekturmodell haben, dass das auf irgendeinen Sinn macht zur Beschreibung von Architektur, dass die ist falsch. Das ist ein Kurzschluss. Es ist ja ist auch so, dass wenn Sie also zwei Dinge, wenn Sie fotorealistisch rendern, ist das, wie das aufgebaut ist, immer ein Fake. Wenn das tatsächlich richtig in der Perspektive ist, sieht das immer schlecht aus. Und jeder wird das bestätigen, der Ihnen professionelle Renderings macht, dass es zwar eine Hilfe ist, wenn Sie das dreidimensional organisieren, aber um ein gutes Ergebnis zu machen, müssen Sie immer sich das vorstellen, dass das wie ein Kulissenschieben ist im Theater. So, und das heißt, Sie faken immer die Perspektivität. Immer, sonst werden da die fotorealistischen Ergebnisse immer schlecht. So, und das gilt noch viel mehr für Spieleumgebungen, wie das Unity ist, wo Sie interaktiv drin rumlaufen. Und wenn Sie das mal probiert haben oder wenn Sie das schauen, dann ist das immer schlecht. Also wenn Sie mit einer Brille durch einen VR-Raum gehen und der realistisch ist und sich das angucken, das sieht immer schlecht aus. Und entsprechend benutzen wir Unity auch nur, um in architektonischer Manier diese lebendigen Elemente auf die Bühne zu stellen. Die tatsächliche dreidimensionale Konstellation ihrer Architektur ist sowas wie ein Anhaltspunkt dafür, wie das Bühnenbild ist. Aber sie bauen eine Kulisse aus multimedialen, lebendigen Objekten und starten mit denen zu agieren für eine Präsentation. Das sind dann diese verschiedenen Levels in den Spielumgebungen. Unity macht das und kann das. Sie nehmen irgendwelche geometrischen Modelle und Objekte. Sie haben beliebige Medien, Bilder, Filme, Point Clouds und was immer. Audio, also Töne, Sie können Doppler-Effekte und Töne durch den Raum laufen lassen und die Akustik wird mitgerechnet und so weiter in realistischer Art. All das können Sie in Unity machen, aber Sie können diese Medien selber nie produzieren.
So. Und Unity ist frei. Das ist wichtig. Auch diese Geschäftsmodelle sind mittlerweile interessant. Es gibt Academies, mit denen sie das auf jedem Level sehr gut beigebracht kriegen, die viel leistungsfähiger sind wie alles, was sie sonst an Ausbildung kennen. Und diese Beginner-Tutorials, die sind wirklich für 8- bis 12-Jährige zum Klicken, für jemand, der fast gar nicht lesen kann. So fängt das an. Hört dann aber auf immer in C-Sharp-Programmierungen. Das Schöne ist jetzt mit Mathematica 12.0 ist, dass die ein sehr ausgearbeitetes Interface haben, das heißt Unity Link, mit dem die jetzt von Mathematica aus Unity so fast vollständig steuern können. So, und damit habe ich jetzt, und das möchte ich Ihnen heute vorstellen, zu unserer XML-Modellierung, die wir diskutieren und die ich Ihnen anbiete und von denen ich denke, dass die adäquat sind für das Codieren von Gebäuden, das ist der Kern, die Substanz, der Code von den Gebäuden. Die können Sie quasi mit Unity lebendig auf die Bühne stellen und präsentieren. Und wie dieser technische Weg geht, das will ich Ihnen heute demonstrieren. Erste Kapitel, The New Data and the Vivid Things. Damals habe ich Ihnen hier, da müssen wir umswitchen auf Keynote, weil das jetzt eine Slide sind und viele Bilder sind, und das kriegen wir Mathematiker also einfach nicht hin. So, wir hatten immer von Tag und von Nacht. Wir haben gesagt, die neue Renaissance ist immer ein neuer Tag, und unsere Renaissance, die startet um 1880 bis 1920. Und die zeichnet sich durch das Viele auf. So, wir haben geträumt in der letzten Nacht, so hatten wir das diskutiert, in Kreisen in der Zeit, die sich immer zirkelt. Und jetzt, wir waren zu Hause über Nacht, und jetzt kommt der Sonnenaufgang und unsere Träume verblassen in dem starken Licht der Sonne und wir sehen das Viele, was wir nicht geahnt, also alles von der Art, wie wir es von zu Hause in Zirkeln über Nacht geträumt haben. Und es ist alles fremd und alles alienated. Und es ist vor allen Dingen unglaublich viel, was da beim Sonnenaufgang sichtbar ist. Das ist, was wir Urbanisierung haben heute. Und deswegen, welcome to the new day. So, und dann geht es vor allen Dingen um das Viele. So, wir träumen eigentlich hier von solchen Szenen, wie da in einem grünen Tal. Tatsache ist aber, in der urbanen Umgebung sieht das anders aus. So, wir hatten erklärt, wie das mit der Produktion der Dinge ist über Nacht. Die Production und die Circulation of Time, das sehen Sie auf der linken Seite mit den Maschinen, die zeichnen sich nicht aus dadurch, dass sie Objekte im Raum sind, sondern vor allen Dingen dadurch aus, dass sie zirkulieren und quasi träumen in der Zeit. Die träumen von einer zirkulierenden Bewegung. Und diese zirkuläre Bewegung kann man über die Zeit beobachten, sie selber ist aber nicht sichtbar. So, das, was herauskommt, ist sowas wie eine Spur dieser Bewegung in der Zeit. Und das nennen wir heute Produkt oder Artikel. Na, eigentlich Produkt ist besser, Artikel nicht. Und ein Produkt ist dann quasi die Spur dieser zirkulären Bewegung der Produktion. So, und das ist im Raum. So, und so kann man das darstellen. Wir haben auf der linken Seite die Maschine, die zirkelt. Und die produziert dann einzelne Teile, immer wieder neu, mit jeder Umdrehung einfach ein neues Teil. Und diese Teile können Sie nehmen und im Raum anordnen. So, Sie übersetzen quasi also die Zeit in den Raum. Und in der Zeit ist die Produktion. Das ist eine Idee und die ist zirkulär. Und die kann man nicht anfassen. Und dann haben Sie linear die Produkte. Und die fassen die an und positionieren die. So, und im CAD ist das alles ein bisschen verschwommen, aber ja, das sage ich immer wieder, damit es verschwommen, weil das alles aufs Visuelle gebracht wird und gedacht wird.
was immer nur quasi in der Räumlichkeit ist. Dennoch ist im Edit Mode im Blender, wenn Sie die Geometrie anfassen, sowas wie ein Definieren der Zirkular der Maschinen und der Produktion. Das ist der Produktion, wo Sie Mimikry drauf machen. Und wenn Sie dann in den Object Mode gehen, dann und die Objekte instanziieren, das sind die Produkte im Raum. So, wir machen diese präzise Unterscheidung zwischen dem Design in der Zeit auf der linken Seite im Edit Mode und der Architektur, der Architektonik im Raum im Object Mode. So, das ist das, was wir immer unterscheiden. So, wenn Sie jetzt schauen, draußen und rumlaufen, dann sehen die, dass das hier so ist. Es sind überall Dinge angeordnet. Also Produkte in Anführungsstrichen angeordnet. Sie haben Kanaldeckel, Fahnenstangen, Bäume, Büsche, Zaunpfähle. Sie haben die Elemente in den Wiederholungen in der Fassade, wie immer das ist. Es sind alles Produkte, die hergestellt werden oder wachsen oder erzeugt werden und die im Raum angeordnet sind. Und diese räumliche Anordnung ist immer nur Bewegung in XYZ, die Translation, und Rotation in XYZ, die Rotation. Mehr geht nicht. Dagegen können Sie die Prozesse des Zirkuläre, das können Sie spiegeln, das können Sie verzerren und so weiter. Das können die Objekte im Raum nicht. In der Zeit haben Sie diese Möglichkeiten zu spiegeln und zu verzerren, weil es Bewegungen sind. Die können Sie tatsächlich linksrum, andersrum, rechtsrum machen und so weiter. Das sind immer Verzweigungen, wie sie laufen. Da gibt es Spiegelungen und Verzerrungen und so weiter. Im Raum nicht. Wir kennen jetzt über die parametrischen Objekte im CAD Mischformen, aber das ist eine wesentliche Unterscheidung, glaube ich, die essentiell ist. Wir hatten, und das werde ich gleich in einem Video zeigen, gezeigt, wie man das jetzt mit heute sowohl den Raum als auch die Zeit im XML-Code, mit dem Code, mit dem das Internet heute operiert, gleichermaßen behandeln kann und beschreiben kann. Und ich möchte nahelegen, und das ist auch die Entwicklung, in der auch diese Vorlesung liegt, dass das funktioniert. Ich möchte Architektur anfangen, so modellieren zu können. Deswegen möchte ich jetzt anfangen und schauen, wie sieht denn das aus mit diesen, und wie sind die denn angeordnet im Raum und in der Zeit, diese Objekte, die so produziert sind und irgendwo auf der Welt landen, von dem es so viel gibt, wenn wir in dem neuen Tag draus gucken, was wir Urbanisierung nennen. So, und hier habe ich jetzt von einer Reise als Experiment, das können Sie auch machen, einfach geschaut, wie sind denn diese Dinge angeordnet? Und was können wir denn finden? Zwischen natürlichen und künstlichen Objekten keine besondere Unterscheidung gemacht. Also wie sind die denn konstituiert? Also was ist die Architektonik dieser Dinge? So, und dann habe ich einen Regenbogen gemacht. Und der Regenbogen heißt hier auf der linken Seite, dass Sie positive Körper haben oder negativen Raum. Das heißt Außenräume. Und Objekte in Außenräumen haben. Auf der rechten Seite sind wir im Innenraum, das heißt, wir sind im Raum drin. Und wir sind auf der linken Seite draußen. Das wäre die beiden Minusraum und Plusraum. Und dann habe ich eine Spekulation gemacht, wie denn die Zeit sein könnte. Und dann ist das, glaube ich, mit der Einkapselung der Zeit, dann sind die Elemente, die da angeordnet sind, sehr spezifisch und unterschiedlich und distinkt, voneinander unterschiedlich, sind explizit da, das sehen Sie unten. Und wenn die in der Zeit quasi ausgefaltet und vernetzt sind, sowas wie ein zeitlicher Außenraum, dann sehen wir das oben mit diffus und entropisch. Also wir haben einen zeitlichen Kapseln eingekapselt, wo es sehr explizit sind, dass die Dinge produziert sind und die wenig über die Zeit mit den anderen Elementen verknüpft sind.
Und wir haben oben die Elemente, die sehr diffus sind und sehr stark verknüpft sind mit den Nachbarelementen auf der oberen Seite. Wir können da reinzoomen und einmal den Rundgang machen in diesem Regenbogen. Warte mal, wie ich das hinkriege. So, hier sind jetzt angeordnete Objekte in der Architektonik in negativen Räumen. Und wir laufen jetzt in diese diffusen Anordnungen, wo die Dinge nicht distinkt sind. Und wir gehen jetzt in die Innenräume und sehen, wie die Räume hier innen angeordnet sind, wie die Elemente zu Innenräumen konstituiert sind. Und die lösen sich jetzt auf, die Innenräume, sodass die einzelnen Objekte jetzt selber Innenräume werden und sich jetzt als distinkte, spezifische Objekte zeigen. Wir inkorporieren quasi diese Innenräume und sie organisieren sich jetzt hier wieder zu Objekten, die einen negativen Außenraum, also einen Außenraum beschreiben. So, das ist jetzt arbiträr mit Fotos von einer Reise und mehrere. Nee, jetzt China. Also, ein zufälliger, ein schnelles Experiment. Und das finde ich sehr plausibel, wie diese Dinge gehen. Und ich versuche jetzt zurzeit zu lernen, zu sehen, wie diese Dinge, wie die Elemente sortiert sind. So, in der allgemeinen Umgebung. Um das jetzt, das ist dann sowas, das nennt man, ist ein Spektrum. Und wir haben sowas wie einen Regenbogen, der Architekt, also wie Dinge angeordnet werden können. Das geht über die gesamten Farben und in diesem Fall über die räumlichen Zeitlichkeiten. Einfach einen Zirkel so zu machen, ein Panorama oder einen Regenbogen oder ein Spektrum, wie das angeordnet ist. Wenn ich das jetzt ausbreite, ist das solch eine Reise. Wir starten mit den Außenräumen. Wir gehen über das Diffuse in die Innenräume und wir gehen von den Innenräumen über das Spezifische in der Zeit wieder zu den Anordnungen im Außenraum. So, und das ist ein Spektrum, wie wenn Sie im Regenbogen von Blau nach Rot gehen. So. Das sind jetzt Bemühungen, Ordnung in diese Sache reinzubringen. Das, was im Moment diskutiert wird, ist diese Form von Entwicklung. So wird heute darüber diskutiert. Vor 50 Jahren war das, Sie sehen links noch das Rainer Benham, da war das irgendwie cool noch. Venturi, Rainer Benham, dass die Dinge alle anfingen irgendwie komisch zu werden, angeordnet zu werden und so weiter. Und heute fängt man mit Kohlhaas, sagt man, es ist Junk Space und wir fangen an, diese Dystopien zu artikulieren, sagen, es ist alles zu viel, es gibt keinen Zusammenhang und so weiter. So, und ich glaube, wir müssen als Architekten anfangen, das zu sortieren. Es ist kein Halten, es gibt so viel davon von allem, weil es so einfach und so preiswert produziert wird an den neuen Tag. So, und wir spielen im Moment, deswegen bin ich auch sehr skeptisch über all diese Dinge, wir spielen einfach diese großen Geschichten nach. Also die babylonische Sprachverwirrung und die Flut und all diese großen biblischen Geschichten des Alten Testamentes, die tragen heute für unser Bewusstsein. Und zwar direkt. So, wir haben die Fakes mit der babylonischen Verfassung und die Flat direkt mit der Klimakatastrophe und so weiter. Also direkt diese Erzählungen. Und ich bin nicht so, deswegen versteht man das, weil diese großen Erzählungen da sind und es muss ja irgendeine Resonanz geben in der Gesellschaft. Aber ich bin deswegen nicht so überzeugt, weil das zu sehr Klischee ist, wie wir anfangen, also eine Form von Überforderung, kultureller Überforderung durch das Neue an dem neuen Tag einfach in Schubladen reinzubringen. So, diese
neuen Dinge sind, und das sieht man vor allen Dingen hier bei in den 60er Jahren, ich würde sagen, die sind einfach diese Vivid Things, die heute so auftauchen, die sind alle irgendwie elektrisch. Und wir haben hier dieses barocke Bild, wo die Dinge prall sind und keine Bilder mehr sind, sondern eigentlich Skulpturen, die miteinander reden. Also das sind Konstitutionen von aktiven, lebendigen Objekten. Und ich möchte sagen, dass ich glaube, dass unsere elektrisch, also unsere Umgebungen, diese vielen Sachen, die hier stehen, links hier mit Benham und Venturi, dass die vor allen Dingen elektrisch sind. Und Sie sehen auf der rechts, ganz rechts, das sind die Pixel von unseren LED-Bildschirmen. Und jetzt haben wir hier so einen mittlerweile auch schon 15 Jahre alten Film von IDF. Und diese Dinge werden alle lebendig. Und davon gibt es, und die fluten uns. Und es ist immer visuell. So, diese neuen Formen in der neuen Welt, wenn die Sonne aufgeht am neuen Tag, das ist immer eine neue Optik und es geht immer über das Visuelle. So, also die verkörpern das Visuelle. Deswegen, so sieht man das im Barock, dass die Dinge quasi das Visuelle einkapseln und rund werden im Visuellen und dadurch anfangen zu reden. Und das ist das, was wir hier auch immer erleben. Also die Dinge werden aktiv, sie machen sowas wie Rhetorik und sie argumentieren über das Visuelle und fangen dann aber an zu reden. Und über etwas. So, und jetzt, das haben wir ja. So, und jetzt kann man das hier auch schauen. Also was ist denn dann mit Flegel? Hier mit diesem Bild und den Äpfeln. Was hat das denn abgelöst? Schauen wir hier ein prototypisches Bild 300 Jahre früher in der Gotik. Das ist in der Zeit. Das ist ein Bild in der Zeit. Und da sind die Dinge im Visuellen alle balanciert. Das ist ein Traum. So, und das ist wirklich visuell. Das ist für das Auge balanciert und die Zeit steht da still. Das ist eine Maschine. Eine Engine. Während auf der rechten Seite im Barock das gar kein Bild ist. Jedes Element, die Äpfel, das Brot, die Blumen dort, die Spiegelungen in dem Weinglas und so weiter. Jedes dieser Bilder kapselt diesen mittelalterlichen Traum. Kann das, was der mittelalterliche Traum, also das Wesen dieses Apfels ist, das Bild auf der linken Seite. Das Wesen dieser verwelkenden Blumen ist das Bild auf der letzten Seite. Sie wissen das. Und deswegen können sie prall sein, von jeder Seite. Deswegen ist das auf der linken Seite sind Produkte, auf der rechten Seite das sind Produkte und links ist die Produktion. So, und jetzt können Sie hier auch schauen, einfach nochmal früher, also ich spreche ja immer von Konstellationen in unserer Geschichte, die wie eine Spirale geht und dann ist das die nächste Konstellation zurück zu unserer heutigen Situation. Sie sehen hier eine ägyptische Skulptur, eine Produktion. Sie haben ein klares Front, es macht keinen Sinn, die von hinten anzugucken. Und sie bewegt sich nicht, sie ist statisch. Das ist eine gekapselte, das ist eine sichtbare Ewigkeit, wie dieses mittelalterliche Bild. Und Sie sehen dann in der nachfolgenden kulturellen Etappe, in der gegenüberliegenden Konstellation bei den Griechen,
wie diese Figur anfängt, sich im Raum zu bewegen und auf einmal ein Gesicht bekommt und prägnant ist. Und quasi das Wesen jetzt dieser Person von dem Hermes ist die Nefertiti. Er bringt das zum Ausdruck in einer neuen Zeit und bewegt sich und hat auf einmal verschiedene Seiten. Wir können jetzt vor dieser Figur hin und her laufen und sie spricht jeweils anders. Das ist mit der ägyptischen Skulptur nicht der Fall. Sie ist absolut. Deswegen ist links entspricht das der Produktion und rechts entspricht das dem Produkt. Oder jetzt zu uns. 19. Jahrhundert, Rodin. So sieht der aus, so präsentiert er sich. So ist seine gezirkelte Produktion als Skulptur. Und Sie sehen dann Hans Arp auf rechts, wie er sich präsentiert im 20. Jahrhundert und seine Skulptur. Das ist ein Produkt. Links ist eine Produktion. Das ist das Innere und die Seele der Bewegungen, dieses zirkulär. Und dann die Geste, die körperliche Geste nach außen, das Reden, sehen Sie rechts. Das Produkt. So, nur um diese Dinge präziser zu machen. Jetzt habe ich wieder so einen Kreis gemacht und jetzt geht es um diese Oberflächen, wie die reden. In dem Sinn von der rechten Seite. Von Hans Arp. So, wie sehen die Oberflächen denn aus? Wieder auf den Außenräumen, auf den Innenräumen, links und rechts. Und dann distinkt unten und diffus oben. Minuszeit und Pluszeit. So, und jetzt können wir das wieder angucken und gucken sich die ganzen Oberflächen und die Faces an. Gehen wir das hin. Und jetzt können wir wieder so eine Rundtour machen. Und Sie sehen, dass die tatsächlich unterschiedlich sprechen, diese ganzen Elemente. Jetzt gehen wir auf das Innen. Wir gehen auf distinkten elektrischen in Anführungsstrichen oder lebendigen Elemente. Wir machen keinen Unterschied zwischen Natur und Kultur, sind einfach aktive Subjekte und die organisieren sich einfach unterschiedlich. Sie reden in anderen Kontexten, in andere Communities. Das ist einfach eine komplett andere Communities von redenden Flächen und Elementen, als wir das hier haben und als wir das hier haben im Innenraum. Einfach andere Communities. So. Gut. Das ist so, wie ich das, ist der Rahmen, wie ich denke, wie man denken kann. So, ich fange jetzt an, solche Panoramen zu machen, um das besser zu verstehen. Die Motivation ist, dass ich das nicht akzeptieren mag mit diesen Dystopien, mit dem Junk Space. Ich mag auch nicht, ich agiere gerne mit den, das haben Sie an den Fotos gesehen, mit den üblichen Dingen, die überall rumstehen. Und ich möchte gerne als Architekt diesen Dingen eine Form geben, damit wir diese Dystopien eine Richtung geben können. Weil das kann ich, das mag ich. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gesund ist, von diesen Weltuntergängen immer zu träumen. Oder immer nur zu sagen, wir haben einen Weltuntergang, das wollen wir nicht und deswegen müssen wir das jetzt machen oder noch schneller und noch mehr und so weiter. So, jetzt gehen wir wieder gleich in die klinische Umgebung. Das ist das Problem mit dieser Technologie. So, das ist das technische Angebot, was wir haben. Und so werden diese elektrischen Oberflächen tatsächlich gemacht, technisch. So, Sie sehen links all diese Shaders und Shapes und Textures. Es gibt riesen Batterien von, die man alle nehmen kann.
Hier ist ein Bild in Blender. Das sind die Umgebungen, mit denen Sie Oberflächen qualifizieren können, elektrifizieren können, lebendig machen können. Und hier sehen Sie jetzt ein Rendering mit Blender, mit dem das einfach lebendig gemacht wird. So, das ist die, und das jetzt auf eine etwas klinische Art für Movies und so weiter. So, das ist der Stand dessen, wie wir visuell reagieren und agieren können. Sowas wie die Perspektivität in der Renaissance, dass man eine perspektivische Zeichnung macht. So können wir, modellieren wir im Moment unsere Welt. Technisch. So, ich denke, deswegen ist es wichtig, diese Form von Werkzeugen zu verstehen, zu einem gewissen Grade zu beherrschen, weil das ist wie die perspektivische Zeichnung in der Renaissance und ohne die konnte man keine Häuser bauen. Und es gibt neue Häuser dann. Und es gibt eine neue Form von Architektur, neue Form von Archäologie, Verankerung von der Architektur in unserem kulturellen Kontext und so weiter. Aber das ging nur über diese Werkzeuge. Gehen wir mal weiter. So, machen wir wieder so einen Weg. Innenräume, Displays, Außenräume und dann zu den expliziten Objekten. Sie haben diese Fassaden, Sie haben die Displays in den Flughäfen, Sie haben die Waren links, die Waren in den Shops. Sie haben die Displays von irgendwelchen Feueralarmsystemen, die Displays in den Flughäfen, Sie haben die Fassaden, Sie haben in der Intensivstation diese Apparaturen, Sie haben die Frankfurter Küche in unseren Wohnungen und so weiter. Sie haben die Kachelungen, Sie haben von die Kachelung in Porto von Kohlhaas, Sie haben Olgiati, diese Art von medialer, abstrakter Behandlung von Materialien, der Geschichtlichkeit von Objekten. Sie haben eine direkte Elektrizität von Elektrifizierung von Oberflächen, von HDM und so weiter. So agieren wir in der Architektur. So, das ist alles direkt, denke ich, von der Sensibilität dieser artifiziellen Maschinen und maschinischen Tools, die da sind, um zu artikulieren in diese Richtung. Es geht nicht darum, das tatsächlich so zu machen. Das ist eine gewisse Denkkörper, eine Denkfigur, mit denen diese Dinge passieren. Weil ich glaube, dass in einer Zeit die Meister einer Zeit immer in der gleichen Art denken. So, und dann die einen treiben das in die Videospiele und die anderen schauen, dass sie das etablieren in ihrem Kontext. So, was dann hinter dem Elektrischen ist, sind auf der einen Seite die Daten. Wir haben dann in der Mitte von diesem Bild ein Netzwerk, frühes Netzwerk von Google und von dem Web, welche Knoten, welche Webseiten wie vernetzt sind. So agiert im Moment das Internet. Und wir haben auf der physikalischen Seite das ähnlich. Also aus dem Kontext komme ich auch mit Fritz Haller, dass unsere Forschung gar nicht wirklich mit den Oberflächen waren, weil die werden bespielt, sondern die Vorstellung ist, dass die Böden, die Wände, die Decken eigentlich technische Screens sind. Das sind Oberflächen, die Screens und medialisiert werden. So, und dann können Sie mit Olgiati anfangen, das Medialisieren über ein bestimmtes Verfahren, mit dem Sie sowas wie eine Archäologie auf die Historie der Architektur machen, die da passiert ist und über die 200 Jahre, in denen so ein Gebäude da gestanden hat und das wieder herausarbeiten und ins Licht stellen. Sie können das tatsächlich explizit artikulieren wie in Hamburg bei HDM. Was Sie aber immer brauchen, ich denke, es ist am besten, das so zu denken, dass das Screens sind und Shaders und so weiter. Und physikalisch brauchen Sie
Viele Elemente sind tatsächlich, dass sie die Steine, den Putz, so wie er war oder so wie in den Auftragen und so weiter benutzen können als Screen, weil es wieder Prozesse sind, die das erzeugen. Viele brauchen aber tatsächlich Elektrizität, Wasser, irgendwelche Sensorik, Aktuatorik, Lüftung und so weiter. Deswegen würde ich sagen, jede Form von Fassade ist ein Screen. Und wir haben Pixel. Und dann gibt es Pixel, die bestimmte Farben haben, bestimmte Materialitäten, die bestimmte Opazitäten. Ein Fenster ist einfach ein anderer physikalischer Pixel als eine massive Wand. Und eine Dämmung ist ein anderer Pixel, als wenn es ein Mauerstein ist oder ein Granitstein oder wenn eine Tapete da drauf ist oder wenn ein Bild da hängt, ein anderer Pixel als und so weiter. Das sind einfach alles Pixel. Und manche dieser Pixel brauchen, damit sie schnell sein können und sich verändern können, Elektrizität und Daten. Und sie brauchen Wasser. Wenn sie ein Waschbecken haben, ist das ein Pixel und der braucht Warm-Kaltwasser und Abfluss. So, und wenn sie eine Lampe dahin hängen, braucht er den Pixel Daten und Elektrizität. So, und um das anzuschließen wie ein technisches Gerät, müssen sie die Leitungen organisieren. So, das heißt, eine Wand würde ich jetzt denken als eine Qualifizierung der Oberfläche, als in Anführungsstrichen Screen und einer technischen Infrastruktur im Hintergrund, die es ermöglicht, dass dieser Screen lebendig wird. Ob Sie es tatsächlich dann elektrisch lebendig machen, wie in einem tatsächlichen Screen, oder ob Sie ein echtes Bild dahin hängen, oder wie bei Olgiati quasi die Geschichte des Ortes und der Steine der Wand herausarbeiten und ins Licht stellen, ist für diese abstrakte Vorstellung des Screens nicht relevant. Selbst bei Olgiati ist es so, Sie brauchen Leitungen fürs Waschbecken. So, deswegen glaube ich, dass die allgemeine Vorstellung einer Wand die ist, dass sie auf der Vorderseite und auf der Rückseite beliebig qualifizierbare Screens sich denken und das Innere die Leitungssysteme sich organisieren, die Infrastrukturen verknüpft sind, sodass diese Screens lebendig werden. Das ist das allgemeine Panel. So, mit dem können Sie alles, was gebaut ist, beschreiben, so wie es ist. Nichts Neues. Okay, jetzt möchte ich gerne das war die Einleitung, Motivation. Und was wir jetzt mit Unity machen können, ist, wie mit der perspektivischen Darstellung in der Renaissance, dass Sie diese Screens und diese aktiven Objekte zeigen können. So, Sie können das Ihren Kunden zeigen. So, das ist das Werkzeug. Gehen wir mal hierher. Was das ist. Ich habe hier ein paar Links. Gehen wir mal hier. So, also hier. Das sind jetzt, ist ein Blog. Der beschreibt immer so aktuelle Projekte, die mit Unity gemacht werden. Leute da stellen sich da vor, wie sie das gemacht haben, was sie tun, so wie das der Musik macht und so weiter. Oder hier können wir jetzt gucken, was dann passiert, was sie dann tatsächlich können. Wie sie es gemacht haben. Hier ist jemand anders.
Hier zum Beispiel jetzt die Highlights von der letzten Keynote. Das ist eine riesen Community, die da ist. Das sind sowas wie, es gibt Unreal und Unity. Und es ist ein Riesenmarkt, den wir als Architekten nicht kennen. In 4K, using the power of real-time ray tracing in HDRT, let me give you a glimpse into the new story that we're working on. Okay, here we go. Heretic is a visually gripping experience that is actually running steady 30 FPS on a consumer-grade gamer PC. High-definition rendering pipeline in Unity 2019 is a huge leap in graphical realism and ease of use. Unity and Havok have to work together to push physics to the next level. Something that is fast, easy to understand, and easy to modify. We want Unity to become the best game engine for creating network games. If this Unity physics engine is available as a preview package today. We've built adaptive performance, a new feature giving you unprecedented data about device thermal trends. And we tried this out with Megacity. Look at how fast that loads. That is the power of a runtime-ready data format. Everything that you have just seen, including the content, the game code, and the tools, is available today. Bravo. This is console quality PVT action in the palm of your hand. Lightweight render pipelines going out of preview in 2019.1. We have to do a lot of pre-banging to get the light to really work on mobile. With the lightweight render pipeline, it just came out of the box, working dynamically across the whole scene. We've stayed up to date with Unity throughout our development. The lightweight render pipeline was the real star for us, as it helped us reach 60 frames per second, features that were critical in bringing Disney's Sorcerer's of Arena to life. The visual control of what your game looks like is in the hands of artists, like Ferns and like Jet, where it belongs. What do we got going on upstage? You know, I just thought it would be a nice touch. Whoa. If we added a couple plants from our terraforming home planet. That's pretty impressive. Over 7,000 unique entities, all rendering in AR at a solid 60 frames a second. Power of Unity and AR Foundation, you can build some really cool stuff. Some really cool stuff. Okay. Oh, look at this commercial. A long time ago, I decided to make a video game. Turning to the human nature, I realized people basically love two things: watching the world burn and balls. So it was decided that I would create an atmospheric, vocal, physics-based, golf-inspired puzzle adventure with it. I also decided that I'll turn television into a playground. 1,000 hours later, playful. The development today is progressing really well by my humble standards. Never in life have I been in a place where my game was at this state. You break down. But back then, I didn't know what I was subscribing to. Let's survive. I've had some prior experiences, but being a cocky teenager, I jumped from one big idea to another big idea, not once having moved farther than the concept state. So it was a big challenge, and still is to this day, to stay motivated and keep believing in an idea, while the only thing you have produced so far for the majority of the development resembles something like this. The road was rocky from the very beginning. You see? I was under the expression that if I take Unity, create a ball, and assign it a rigid body, I'll be already halfway there with my game. Boom, done. That's what appealed to me in the first place, to start making this kind of game. Good. Oh, here's a conference. You see there, it's a reason community. Shape the world. Schauen sich das an. So. Ich sage nicht, dass ich das mag. Ich glaube ja, ich sage ja, Computer sind a threat. Und deswegen will ich sie auch nicht explizit in diesen Dingen aus, weil das schnell zu Warcamps wird. Das sind Ausbildungskampf, das sind Waffen. Das kommt so.
smart und leicht daher. Es ist reine Rhetorik und es ist ein zwiespältiges Verhältnis, was ich zu diesen Dingen habe. Aber es ist da und es ist interessant, wie es arbeitet. Und ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei. Das, was wir als Architekten tun müssen, ist, diese Form von Technologie domestizieren. Wir müssen lernen, das zu bündeln. Und das muss da sein. Wir müssen mit diesen Sachen lernen, auf eine friedliche Art und Weise zu koexistieren. Die Dinge werden auf diese Art und Weise unweigerlich aktiv und sind da. Das, was im Barock passiert ist, dass sie diese Figuren von jeder Art, deswegen mache ich auch immer diese Panoramen, dass sie die quasi auf die Wände packen. Das ist in der barocken Kirche so. Da sind all diese Dinge, die man kennt, an die Wand gepappt und bleiben da. Und die werden nicht umgebracht. Die stehen da und knurren und reden miteinander. Und in der Mitte steht man und es hat sie gebändigt und ist frei davon. Das ist die Geste des Barocks, dass diese Dinge zivilisiert werden und ihren Platz bekommen. So. Ich mache durch. Ich mache das online, das Video, und dann können Sie Pause machen. Weil ich, ja, meine Frau muss um 12 auch wieder eine Vorlesung machen. Das treten uns da auf die Füße. Deswegen muss ich die Pause nehmen, um früher fertig zu sein. So, jetzt möchte ich Ihnen kurz erzählen. Das kann ich eben jetzt hier nicht live vorführen, wie das integriert ist mit unserem Setup, was wir haben. Gehen wir hier. Lassen Sie erstmal mich hier erzählen, die Introduction to Unity, wie das funktioniert. Das habe ich das ist hier. Und da kann ich Ihnen nur einen Film abspielen, weil sich das eben verklemmt. So, a quick introduction to Unity.